Morgen. Guten Morgen, Micha. Freut mich, dich wiederzusehen. Alle Jahre wieder. Ha? Alle Jahre wieder. Voll geil. Ja, wir sind jetzt wieder hier bei Kesana. Und wenn du uns verraten magst, was bei der Toilette alles neu ist, beziehungsweise was sich verändert hat zum letzten Jahr, da wäre ich dir unwahrscheinlich dankbar, weil ich habe da ganz viele Kommentare gekriegt, die da ganz heiß drauf sind. Was sich alles verändert hat und was es Neues gibt. Liebend gern. Wir waren ja natürlich nicht untätig, aber eigentlich müsste ich dich fragen, du hast das Ding ja letztes Jahr mit als einer der ersten entdeckt und wahrscheinlich schon am meisten verbaut von allen Händlern, die die Toilette denn überbekommen haben. Deshalb muss ich dich nachher eigentlich fragen, was ist denn da Neues? Na, ihr seht, dass ihr nichts seht. Das heißt, erstmal hat sich nichts verändert am Äußeren. Das heißt, wir haben weiterhin unser hochwertiges ABS. Der Grundkörper ist aus ABS mit verstärkten Glasfaser, einfach um die Stabilität weiter beizubehalten. Das ist ein medizinischer Kunststoff. Das heißt, von der Qualität her ist die Toilette weiterhin so wie letztes Jahr vorgestellt. Es hat sich aber einiges getan innen drin. Und da müssen wir auch sagen, das ist ganz viel auch basierend auf den tollen Rückmeldungen, die wir nach der Vorstellung letztes Jahr bekommen haben, auch viel in euren Videos und in unseren Gesprächen, weil du dich auch sehr viel mit dem Konzept beschäftigt hast. Mhm. Was wir gemacht haben, rein technisch, ist, dass wir beispielsweise den Stromverbrauch reduziert haben. Also das heißt, wir haben jetzt inzwischen weniger Standby-Strom. Das Display geht wesentlich früher auch in das Standby, als es davor war. Wir haben eine geringere Geräuschentwicklung in der Platine, einfach auch wichtig, wenn man nachts auf die Toilette geht. Und bestimmt das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir die Stromspitze, also das heißt die maximale Stromaufnahme von 27 Ampere bei der Version von letztem Jahr auf 22 Ampere reduzieren konnten. Das heißt, wenn wir da schweißen oder trennen, dann, obwohl wir quasi nicht über die ganze Zeit diese Stromspitze anlegen, brauchen wir wesentlich weniger Energie. Und im Endeffekt, Micha, du hast es selber schon gesagt, du hast ja bei dir gemessen, was du tatsächlich an Stromverbrauch hast und de facto ist es marginal. Ja, also ich muss auch sagen, dass das echt eine Nummer ist, weil jetzt haben wir ja nur noch 22 Ampere genau. Zu vorher knapp 30, 27. Also das macht schon auch nochmal etliches aus und finde ich auch sehr gut, weil viele sind ja doch nur mit einem einfachen AGM-Akku unterwegs und das ist natürlich dann auch toll, dass die wesentlich weniger Strom braucht. Genau. Also das ist schon richtig klasse, muss ich sagen. Also und was sich tatsächlich auch noch getan hat, das war auch super, viel Rückmeldung nach dem letzten Caravan-Salon hinsichtlich der Nutzung. Also das heißt, wie können wir, sagen wir mal, optimale Beutelgrößen für unser Geschäft machen, um eine maximale Nutzung dieser Folienliner rauszubekommen. Mhm. Und wir sind jetzt an einem Punkt, hier habe ich schon ein, zwei Toilettengänge rausgelassen, es zeigt die 24 an. Wir haben pro Liner aktuell 26 große Beutel, genau. 38 kleine und 52 extra kleine. Also das heißt, und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt noch einen extra großen macht, da kriegen wir 18 raus. Aber den braucht man wirklich ganz, ganz selten. Bei dem großen ist es wie gesagt so, alles das, was man an sichtbarem Folienraum sieht, wird unterhalb der Schweißebene transportiert. Das heißt, es ist eine absolut hygienische Art und Weise, die Toilette zu betreiben. Und das ist einfach unser Ursprung aus der Medizin, dass der Raum für den Nächsten, der die Toilette nutzt, absolut neu ist und unberührt. Also und das heißt ja auch wirklich bakterienfrei, genau. Also mit allem, also es gibt Exakt. Eigentlich nichts Saubereres als diese Toilette. Genau, bin ich absolut bei dir. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt nur selber auf die Toilette gehe oder mit meiner Familie, dann ist die Notwendigkeit nicht immer da, dass ich einen großen Beutel mache und dass ich das jedes Mal mit einer Infektionsbarriere und eine hermetische Sauberkeit herstelle, sondern dann kann ich tatsächlich auch die kleinen Beutel nutzen. Das hat sich auch im Nachgang an die letzte Messe gezeigt, dass da sehr viel dieser extra kleine Beutel und der kleine Beutel eigentlich das Mittel zur Wahl waren. Und da ist es so, wir haben oft die Frage bekommen, man muss einfach nur zweimal auf den Knopf drücken und nicht so schnell, sondern, jetzt zeige ich nämlich einmal die Stati an, sondern, jetzt mache ich den Toilettendeckel wieder zu, sondern innerhalb von 2 Sekunden. Also ich zeige das jetzt mal und jetzt machen wir das ein bisschen so. Wir haben letztes Jahr das Ganze ja mit Magneten gezeigt. Ich nehme jetzt mal den Deckel ab, da haben wir uns dieses Jahr was anderes einfallen lassen, damit ihr ein bisschen besser reinschauen könnt.
Genau. Jetzt können wir da auch nur zuschauen. Richtig. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dieser extra kleine Beutel funktioniert. Seht, wenn der Deckel auf ist, kann es nicht betrieben werden, sehen Sie. So, genau. Wenn er zu ist, geht alles. Und jetzt mache ich einen kleinen Einzelbeutel. Und da drücke ich auf die Schere, einmal, warte und drücke ein zweites Mal. Und das reicht von der Zeit, ja, also wie schnell ich diese zwei Tasten hintereinander betätige, vollkommen aus. Wenn man zu schnell drückt, dann ist es eher so, dass die Steuerung das quasi nicht wahrnimmt. Und eine Sache, die wir jetzt hier sehen, die Folie wird nicht nach unten gefördert. Weil wir haben 150 mm Vorlage, also das entspricht quasi dem Toilettenraum unterhalb von der Schweißebene. Okay. Und wenn ich den extra kleinen Beutel mache, dann wird die Folie nicht nach unten gefördert, sondern dann fährt sie einfach zusammen und schweißt. Und wenn ich jetzt beispielsweise einfach nur klein drücke, dann fährt er nochmal 5 cm nach unten. Wenn ich groß drücke, fährt er nochmal 15 cm nach unten. Einfach, um dieses Beutelvolumen in einer Art und Weise darzustellen. Okay. Jetzt haben wir hier aber natürlich nicht Halt gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir passen nur ein bisschen die Beutelgröße auf das Nutzungsverhalten an, sondern wir haben ja letztes Jahr auch schon in den Raum geschmissen, dass es da Zubehör geben wird. So. Unter anderem, das ist jetzt die erste Sache, wo ich mich sehr freue, euch die zeigen zu können, das Thema bioabbaubare Folienliner. Man sieht hier, das ist jetzt quasi mal so ein Musterschlauch. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, als dass das Ganze serienreif ist. Wir sind weiterhin in der Entwicklung, haben da aber schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Und hier sieht man auch, also wir falten die Folie, wie gesagt, selber bei uns. Wir sind in der Entwicklung mit dabei. Und jetzt sieht man auch schon, dass es im Endeffekt genau in die gleiche Richtung geht. Also das heißt, Micha, die Zuschauer werden es jetzt vom Material wahrscheinlich nicht sehen, aber von der Haptik her ist es was ganz, ganz anderes. Also man muss sagen, man fühlt es ja schon. Ne? Ja. Also wenn man jetzt das, wenn man die Folie anfasst, dann ist das wie die Kompostierfolie, richtig, wo ich meinen, genau, Biomüll reinmache. Genau. Genau so fühlt sich, ja, die an. Es ist auch wichtig, dass du das sagst, die Folie wird auch komplett biobasiert und bioabbaubar, ja, sein, also, ja, kompostierbar. Die Folie hier, die kann man jetzt schon verarbeiten, aber die ist noch nicht an dem Punkt, dass sie die gleichen Barriereeigenschaften hat. Das heißt, Ein kleiner Zwischenpunkt, die bleibt natürlich nicht so durchsichtig. Nee. So schön es ist, eine Bioabbauware zu haben, aber da werden wir auf jeden Fall auch mit natürlichen Farbpigmenten natürlich arbeiten, als, ja, dass die genauso nicht durchsichtig sein wird. Also bin ich bei dir. Das ist die eine Sache, da müssen wir leider Gottes euch noch ein bisschen vertrösten. Wie gesagt, wir wollten euch den Entwicklungsstand zeigen, weil es da in die richtige Richtung geht, aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt. So, die zweite Sache, die wir gemacht haben, die hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen, aber wir stellen die jetzt hier zum Caravan-Salon als absolute Neuigkeit dar. Und zwar ist es für die Leute, die in vor allem Kastenwägen unterwegs sind, die keinen separat abgegrenzten Duschraum haben, sondern meistens mit Duschvorhängen arbeiten müssen. Ja, ja, ja. Also bei uns ist es so, die Toilette ist spritzwassergeschützt, ja, IPX4. Das heißt, wenn man da mal irgendwie drüber geht mit Wasser, kein Problem, aber sie sollte nicht abgeduscht werden. Schlicht und einfach, weil wir hinten Elektronik haben. Und genau zu dem Zweck haben wir jetzt eine sogenannte Duschhaube entwickelt. Die lässt sich relativ einfach drüber ziehen. Und wenn ich sage entwickelt, dann hört sich das wahnsinnig hochtrabend an. Aber tatsächlich ist es so, dass das ein spezieller Stoff ist, sogenannter Segelstoff. Also das heißt, der ist sehr, sehr, sehr feinmaschig. Und der saugt das Wasser nicht aus, sondern das perlt, genau, quasi, richtig, so ab. Der hat eine relativ hohe Wassersäule. Ja. Das heißt, das Wasser, das zieht sich nicht in den Stoff rein, sondern das, ja, läuft runter. Das bleibt auch nicht an den Nähten hängen. Und das Gute an diesem Stoff ist, der ist relativ widerstandsfähig. Also das heißt, der wird auch nicht kaputt gehen. Den kann man zusammenknüllen, kann man irgendwo lagern. Das ist gar kein Thema. Und mehr noch, der ist antibakteriell. Das heißt, auch wenn ich den noch leicht feucht irgendwo in die Ecke stelle oder in die Ecke stecke, dann wird es nie ein Problem geben, insofern, als dass da großartig Schimmelpilze oder sowas entstehen. Ist auch, weil es ist entsprechend unserem Konzept ein Schweizer Produkt. Das heißt, wir haben das bei einer Näherei in der Schweiz. Wir stellen das nicht selber her. Das Nähen, das ist nicht unsere Kompetenz, das muss man zugeben. Aber auch ein Produkt, das aus der Schweiz kommt. Und der eine oder andere, der es vielleicht bei Markus Wolf schon gesehen hat, der Markus hat tatsächlich noch nicht die Variante mit dem Logo. Also das heißt hier auch ein absolutes Novum. Genau. So, und den kann man dann ganz einfach abziehen. Wie gesagt, man macht ihn klein, faltet ihn zusammen. So, und dann findet er wirklich in jedem Stauraum Platz. Man kann ihn auch einschweißen, wenn man will. Ja. Das Gute ist, ich brauche dann eben keinen Duschvorhang mehr. So, und jetzt eine Sache, die ist bestimmt ganz interessant. Da haben schon viele drüber diskutiert. Das ist ja das Highlight schlechthin. Das freut mich, dass du das als Highlight bezeichnest. Wir haben da im Endeffekt nur den Ball aufgenommen, der von wirklich sehr, sehr, sehr vielen guten Kommentaren kundenseitig kam, ja, weil natürlich viele berechtigterweise gesagt haben, so das kleine Geschäft einzuschweißen, das ist zu viel Verbrauch, das heißt ein zu hoher Kostenfaktor. Oder die anderen haben gesagt,
das ist zu viel quasi Müll, der entsorgt werden müsste, und man hat nicht immer die Möglichkeiten zur Entsorgung. Und wir haben uns da hingesetzt und haben uns überlegt, wie könnten wir quasi diesen Leuten mit dem Nutzungsverhalten nochmal die Möglichkeit geben, den Folienverbrauch zu reduzieren. Es gibt natürlich die eine Variante, wie beispielsweise Markus Wolf auch schon im Video gesagt hat, wenn man Absorber reinschmeißt und öfters auf die Toilette geht, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dass man aus einem Folienliner eben nicht nur diese 50 Toilettengänge rauskriegt, sondern 60, 70, 80. Das hängt immer damit zusammen, wie oft man diese einzelnen Beutel nimmt. So. Wir wollten die Leute jetzt aber nicht dahin zwingen, die jetzt sagen, wir möchten per se kein kleines Geschäft in der Toilette oder im Beutel einschweißen. Für die haben wir unseren sogenannten Urinbehälter oder Flüssigbehälter. Wir haben noch keinen dedizierten Namen dafür. Also auch dafür die Hinweise, da sind wir sehr, sehr dankbar gemacht. Und das ist ein wahnsinnig einfaches Teil. Und die Genialität hier liegt in der Einfachheit. Weil jeder, der so einen Urinbehälter von den Trockentrenntoiletten auch kennt, der weiß, es ist immer ein Problem, den zu reinigen. Wir haben im Endeffekt oben den Schlaucheinlass. Also es ist ein ganz normaler, vor allem auch transparenter Behälter. Man muss sagen, das hier ist noch kein Serienteil, aber es wird genau in diese Richtung gehen. Und die Krux an der Geschichte ist, wir haben einen Deckel, der gleichzeitig der Zulauf ist. Und wenn wir den abziehen, dann haben wir hier unseren Stauraum für die Flüssigkeit oder das Behältnis. Man kommt relativ einfach rein. So, und jetzt von der Nutzung, wie mache ich das denn? Also im Endeffekt, wir haben hier hinten einen Griff, man kann das ganz normal halten. Hier vorne ist die Lippe und die passt genau unter unseren Deckel. So, jetzt mache ich den Deckel mal auf. Muss jetzt natürlich die Folie entnehmen. So. Kann den Behälter so einsetzen. Steck ihn vorne unter den Deckel. Setz ihn ein. Hoppala, jetzt ist das Mikro nach hinten gefallen. Ich hoffe, es war nicht laut. Und drück den Henkel nach hinten. Das heißt, wir haben einen festen Sitz. Und wichtiger noch, man muss nichts an der Folie machen. Die Folie wird nicht beschädigt, sondern die Toilette ist jetzt quasi, also man kann das so lagern, und wenn ich jetzt auf die Toilette muss, dann ist es gar kein Problem. Wenn wir auch mal simulieren, dann habe ich hier bis zu 2 Liter Volumen. Das ist kein riesiges Behältnis, absolut nicht. Aber der Sinn hier dahinter ist auch nicht, dass man bis zu 6 Liter sammelt, sondern man soll die Möglichkeit haben, 2 Liter jetzt mal im Schnitt 10 Toilettengänge tatsächlich separat zu fangen. Das reicht ja vor allen Dingen einmal aus, gerade für diejenigen, weil ich immer wieder Anfragen gekriegt habe, Mensch, was mache ich nachts, wenn ich raus muss, genau. 2-3 Mal, muss ich da jedes Mal eine Folie schweißen? Genau. Nein, muss ich jetzt nicht mehr. Ich setze einfach den Behältnis ein. Exakt. Kann da nachts gehen. Von der Firma AirTune gibt es auch ein tolles Mittel, wo richtig, man den Geruch wegnimmt. Genau. Also das stinkt nicht, riecht nicht. Ja. Und das ist natürlich schon. Und man hat hier auch, was man sagen muss, dieser dünne Schlitz, über den die Flüssigkeit durchläuft. Du siehst es auch hier, es gibt einen leichten Film. Das heißt, wenn der Flüssigkeit reinläuft, es gibt immer eine gewisse Barriere. Ja. Und wir haben einfach nicht wie bei einem runden Loch das Problem, dass der Geruch eher entsteht. Ja. Also wenn ich hier was reinspray, und da ist das, was du angesprochen hast, das Thema von AirTune sehr interessant, weil das quasi eine ölartige Flüssigkeit ist, die sich dann auch hier wie ein Spiegel drüber legt. Also das heißt, wir haben hier auch eine Geruchsbarriere. So. Und wenn das jetzt fertig ist, also das Nächste, man muss dazu sagen, jetzt ist der Deckel hier natürlich offen, aber der kann auch zubleiben. Und jetzt fragt sich der eine oder andere bestimmt, ja, aber was passiert, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke? Tatsächlich gar nichts. Also es gibt einen Vorschub, aber die Steuerung erkennt sehr schnell, hey, da ist was zwischen meinen Schweißbacken. Ich fahre zurück. Also das heißt, über den Überstrom haben wir geregelt, dass es da keine Probleme gibt beim Zusammenfahren und eventuell was kaputt gehen kann. Und wenn ich jetzt entweder das Ganze entleeren will oder ich sage jetzt, oh, jetzt muss ich doch groß auf die Toilette, dann ist es kein Problem. Dann mache ich einmal meinen Henkel hoch, hebe das hinten an und kann das Ganze rausnehmen, stelle es zur Seite, kann jetzt mein großes Geschäft machen, mache das Ganze zu, und wenn der Beutel fertig ist, kann ich das ohne Probleme wieder wie folgt einsetzen. Einmal vorne rein, nach hinten durch, das Ganze hält. Oder ich mache es eben so, dass ich sage, ich nehme den Beutel raus, ich nehme das Behältnis raus und habe dann die Möglichkeit, es relativ einfach zu entleeren. Das Gute ist auch, das sieht nach dem Urinbehältnis aus. Überhaupt nicht. Entleeren, ich kann hier vorne über den Hebel, ich kann das Ganze anheben, ja, nehme den Deckel zur Seite und jetzt siehst du auch hier nochmal, du hast eine riesige Fläche, um das Ganze zu entleeren und dann auch zu reinigen. Und dann ist es so, ich gehe davon aus, man wird das in Leipzig nicht in der Flasche machen, aber es ist sehr einfach zu entsorgen. Das bietet eigentlich den Leuten, die jetzt beispielsweise sagen, pass auf, ab und an wäre es doch gut, nochmal so ein zusätzliches Behältnis zu haben oder die Folie zu reduzieren, oder eben für Leute, die lang unterwegs sind und nicht so viel Folie mitnehmen müssen, nochmal eine alternative Nutzungsvariante. Und
Was uns natürlich auch wichtig ist, wir wollen da den Leuten die Möglichkeit geben, die das System super interessant finden, eben aufgrund der Hygienethematik, die aber ein Problem haben mit der Menge an Beuteln, die produziert werden, dass die sich in diesem System auch wiederfinden und einfach quasi hier eine Hybridversion nutzen können, die auch dem individuellen Nutzungsverhalten immer entgegenkommt. Das heißt, wie möchte ich dieses System so nutzen, als dass es für mich bestmöglich funktioniert. Und das war im Endeffekt der Ansatz dahinter. Ja, das ist perfekt. Also ich muss sagen, das ist echt unheimlich viel Neues, weil vor allem sehr Sinniges und unheimlich Nutzbares Neues, was echt genial ist. Also der Du siehst, Wahnsinn. Wir haben uns ja. Gedanken gemacht. Ja, absolut. Ja, und vor allem, ich meine, ihr seid ja jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, aber jetzt schon wieder so viel nachsetzen. Also schlägt selbst die letzten Skeptiker, gerade mit der Biofolie ist ja ein Riesenthema gewesen. Wenn die jetzt kommt, also da bin ich schon echt mega begeistert. Wie das Schöne ist, wir würden uns ja wahnsinnig gerne damit brüsten, dass das alles aus unseren Reihen kommt, aber de facto sind wir auch wahnsinnig dankbar für die ganzen Rückmeldungen und Kommentare und Hinweise, die wir da auch jetzt im Nachgang vor allem zum letzten Caravan-Salon bekommen haben, weil die Bälle, die uns zugespielt werden, ist unsere Entscheidung, ob wir die aufnehmen. Wir haben es gemacht und wir haben das Gefühl, dass wir hier wirklich eine Lösung gefunden haben, die, sagen wir mal, ohne dass die C1 verändert wurde, weil das ist ja auch wichtig. Das heißt, man kann sich die C1 kaufen und je nachdem, wenn man merkt, vielleicht man braucht es oder man braucht es nicht, das ganz einfach nachrüsten. Weil wir wollen jetzt nicht quasi die Konstruktion nochmal komplett neu anpacken. Das wäre auch theoretisch möglich, aber das wäre dann eine Sache, wo man wahrscheinlich die Leute 2-3 Jahre vertrösten müsste. Deshalb ist das eine Sache, wo ich das Gefühl habe, beziehungsweise wo wir das Gefühl haben, dass das eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Konzept ist. Absolut, absolut. Ich muss sagen, die Toilette grundsätzlich, ich meine, du weißt ja, ich habe ja eine in meinem Auto und wir waren jetzt 2 Wochen in Schweden unterwegs und ich habe es meinen Zuschauern auch schon gesagt, also das Resümee davon war mega begeisternd, weil ich war der glücklichste Mensch der Welt, wo früher immer Probleme gehabt habe, gerade Toilette ist ja nicht immer so einfach. Absolut. Aber ich war autark, ich habe das Ding voll benutzen können und es war einfach ein Genuss. Das ist perfekt, das freut mich zu hören, wirklich. Das ist der größte Ritterschlag. Ja, ist so. Allein aus der Situation muss ich sagen, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, hört sich jetzt echt blöd an, aber in meinem Wohnmobil auf Toilette zu gehen. Das wirklich, wo ich wirklich einer bin, richtig ich bin bekennender Feuchttuchbenutzer, zum Beispiel mit der Kassettentoilette immer ein Problem. Ich bin sehr, wie soll man sagen, ein bisschen kompliziert mit meinem Toilettendasein. Öffentliche Toiletten mag ich nicht und ich, für mich die absolute Revolution. Freut mich, genau, wirklich, und das ist das Schöne, ich sage ja nicht, es ist besser oder schlechter als was anderes, sondern wenn jemand sagt, für mich ist es das Richtige, dann ist es genau für die Person gemacht. Und wir verbauen mittlerweile 4-5 Stück die Woche und alle, wo wir bis jetzt verbaut haben, und ich glaube, wir haben ja schon ein paar Lieferungen für dich gekriegt, sind mega zufrieden und das Ding ist echt genial. So soll es sein. Der Hammer. Ja, super. Perfekt, Micha. Dann vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit und wünsche euch eine super gute Messe, mega Erfolge und ich glaube, wir sehen uns die Tage ja eh nochmal. Da bin ich mir ganz sicher und auch weiterhin allen Zuschauern ganz viel Spaß. Ich bin selber schon gespannt auf den ganzen Content, den du mich ja noch filmen von. Das ist immer sehr interessant. Also, mach's gut. Ciao.